Servus und herzlich willkommen bei diesem neuen YouTube-Video. So, Leute, ich muss gerade mal die Belichtung hier anpassen. Die Sonne blendet ja ziemlich, wir haben kaum Zeit. Der Andi ist mit am Start, der Andi ist heute mitgekommen. Und jetzt bauen wir hier erstmal auf. Das Boot haben wir da unten schon gestrandet. Und ja, sehr, sehr vielversprechend. Mit ein bisschen Angst, weil es ist Hochwasser und ich habe noch einen 5 PSer. Deshalb nutzen wir die 5 PS wirklich nur zum Auslegen. Zum Drillen ist das nichts. Ah, jetzt wird es wieder zu dunkel. Zum Drillen mit den 5 PS bei Hochwasser ist wirklich nichts. Ich bin jetzt hier ein paar Meter gefahren, habe schon gedacht, oh shit. Naja, jedenfalls, spannend bleibt's. Hochwasser, es geht auf Wels, bleibt dran, es wird spannend, let's go. So, der Andi baut gerade seine Liege auf. Ja. Das ist ein Kampf in dem Zelt, da hat man kaum Platz. Meine Liege steht schon da hinten, schon vorbereitet. Und, boah Leute, hier mit dem Licht, sorry. Also, ich glaube, ich habe das vorhin schon erwähnt, wir haben Hochwasser, deswegen habe ich ein bisschen Schiss mit meinem 5 PSer. Aber nur zur Montage auslegen haut die ganze Sache schon hin, glaube ich. Und wir haben hier Probleme, unsere Rutenhalter in die Erde reinzustecken, weil hier ist alles mit Stein. Könnt ihr euch denken, in die Steine kriegt ihr keine Rutenhalter rein. Und hier vorne, direkt vor unserem Wetterschutz, ja, das ist viel zu hoch. Aber ja, werden wir sehen. Wir kämpfen uns jetzt mal an die Rutenhalter ran. Hey. So Freunde, wir haben hier ein Riesenproblem. Das sind die Rutenhalter, wir kriegen die einfach nirgendwo rein. Zwischen die Steine funktioniert es nicht. Vorne haben wir absolut keinen Durchblick, weil wir nicht sehen, was da ist. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, ich ziehe mir mal die Wattstiefel an. Dann steige ich ins Wasser, hole ein paar Steine raus. Und dann schauen wir, dass wir unsere Rutenständer stabil genug. Ja, was, Andi, was sagen wir heute? 1,60 Meter, 2 Meter? 2 Meter, ja. Dass beim 2 Meter Wels nichts passiert. Also, let's go. Das sind Steine, müssen wir für zwei Rutenhalter erreichen. Let's go, aufbauen ist angesagt. So Freunde, das letzte Mal habe ich ja als Schlagschnur eigentlich die Vorfachschnur genutzt. Ja, die ist deutlich abriebsfester wie die Hauptschnur. Und diesmal habe ich mir hier die hier organisiert. Und das ist die in Rot, die Zeus. Und die klatsche ich mir jetzt drauf. Das sind insgesamt 50 Meter auf der Spule. Müll muss man nachher natürlich mitnehmen. Das sind genau 50 Meter auf der Spule. Und ich werde jetzt, also ich werde versuchen, also da ist ja jetzt kein Marker drauf, ja. Aber ich werde jetzt versuchen, in etwa 25 Meter, also die Hälfte von der Rolle, eben auf meine Hauptschnur drauf zu machen. Denn hier, wo wir uns eben aufhalten, da haben wir das Problem, oder nicht das Problem, das ist am Rhein ja grundsätzlich so, wir haben recht viele Steine unter Wasser, das ist eh klar, aber wir haben ja auch relativ viele Etagen unter Wasser und von daher will ich unbedingt eine vernünftige Schlagschnur drauf haben und damit einfach meine, wenn es da mal knallt, ja, wenn da ein richtiger Fisch drauf ist, dass ich safe bin, dass da kein, dass ich meinen Fisch einfach nicht verliere, ja. Und das Ganze mache ich mit ganz normalen doppelten Grinnerknoten. Und hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier, das ist einmal die 55er Hauptschnur und dann die Zeus Universalleader, das ist eine 08 geflochtene in Rot. Und das hat auch nochmal so einen Vorteil, gerade so beim Binden, ich sehe die zwei Schnüre einfach ganz gut. Dazu habe ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt so cool rüberkommt, aber ich habe die Schnur jetzt einfach auf den Boden geschmissen. Und binde jetzt hier einfach ja, meine Schlagschnur mit einem doppelten Grinnerknoten und das war's. Den doppelten Grinnerknoten, glaube ich, braucht man nicht zu erklären, das kennt so gut wie jeder. Und das mache ich jetzt. Beide Routen mache ich fertig, der Andi bindet jetzt seine Routen auch nochmal. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns beeilen, denn es wird so langsam finster. Obwohl, Andi, schau, hinten wird es hell. Und die Wolken ziehen darüber. Also ich denke, dass wir jetzt nochmal hell haben werden. Aber es ist dennoch spät
Wir haben es jetzt 20 Uhr, in 1,5 Stunden ist es finster, die Köder müssen unbedingt raus. Let's go! So Freunde, wir müssen uns echt spurten, ey. Die Zeit, die spielt heute gegen uns. Die Forellen, die wir heute benutzen, wir benutzen zwei Forellen heute. Zwei Forellen, zwei Tauwurmbündel. Und die Forellen, die sind aus der Elsenz, aus den Videos, die kennt ihr von mir mittlerweile. Und die punchen wir jetzt ganz easy. So, einmal zwei Schnitte hinter der Schwanzflosse. Und danach gehen wir mit dem Puncher da einfach durch. Also die Methode hat sich für mich echt bewährt. Ihr habt es im letzten Video gesehen. Ich habe damit auch super gut gefangen. Und also mir persönlich geht es nicht unbedingt ums Fangen, ja. Weil Fangen für mich persönlich, ganz ehrlich, gehört auch immer noch viel Glück dazu. Jetzt ist hier alles voll mit Filet. Weg damit, Maya ist heute nicht am Start. für mich gehört auch immer noch viel Glück dazu zum Fangen. Aber die Forellen stehen damit einfach nur tipptopp im Wasser. Vor allem, also die müssen mit dem Rücken quasi nach oben schwimmen. Und das tun sie damit optimal. So, jetzt bin ich vorne direkt hier am Kopf. Da sieht man es auch schon. Vielleicht sieht man das hier, die Auswölbung. Und jetzt ziehe ich das Ganze schön zurück. Und jetzt haben wir hier ein schönes Loch. Da kommen jetzt ein paar Korksticks rein. Und danach geht es weiter. Meine Tauwurmmontage. Einmal eine 10 Gramm Trio-Pose, 20 cm Abstand, dann Einzelhaken in Größe 6 und da kommen jetzt in etwa ja, so 7-8 Tauwürmer drauf und danach kommt eine 3,5 Gramm Mikro-U-Pose, einfach nur um den, weil unten habe ich einen Drilling, um den Drilling nochmal in der Strömung anzuheben, weil wir haben Hochwasser und ich glaube, dass 10 Gramm da zu wenig sind und genau, das hebt jetzt hier den Drilling nochmal kurz hoch. Und unten an dem Drilling kommen jetzt an jeden Schenkel auch nochmal 3, maximal 4 Tauwürmer drauf. Und Tauwürmer aufziehen, ich weiß nicht, ob ich das zeigen soll, aber das müsstet ihr alle wissen, wie das Ganze funktioniert. Beziehungsweise ich denke, jeder, der sich meinen Kanal anschaut, der wird schon so ein bisschen auch Wels-Fanat sein. Oder ich weiß nicht, Wels. Also neulich habe ich mir überlegt, warum sage ich immer Wels-Fanat? Ich würde einfach mal sagen, Wels-Fetischist, oder? Naja, jedenfalls, die Montagen, die sind jetzt so gut wie fertig. Da haben wir einen saftigen Tauwurmbündel. Ich habe allerdings keinen größeren Drilling dabei. Und ich finde nämlich, dass dieser Drilling ein Ticken zu klein ist. Weil da kommen wirklich nicht mehr wie 3, 4 Tauwürmer drauf. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Viele Leute sagen ja, beziehungsweise die schwören da drauf auf Minimalismus und die machen auf jeden Hakenschenkel am Drilling nur 1, maximal 2 drauf. Aber ich möchte einen saftigen Tauwurmbündel haben mit einer Trio-Pose, die sehr gut verwirbelt. Und genau, an den obersten Schenkel schaue ich, dass die Tauwürmer, dass ich da oben lange Tauwürmer habe, dass sie bis zum Drilling runterschauen. Und toll, jetzt habe ich die langen alle schon verbaumelt, glaube ich. So, und oben am Kopf ziehe ich die Tauwürmer auf. So, zack. Und noch kurz zu den Bedingungen, Freunde. Wir haben, eigentlich ist es eine Feierabend-Session, kann man sagen. Es ist mega bewölkt, das Wetter ist wechselhaft, eigentlich hätte es schon lange regnen sollen und wir sind jetzt noch ein bisschen verschont gewesen. Es hat vorhin noch mal kurz angefangen zu regnen, da haben wir noch das Zelt schnell aufgebaut und prompt hat es aufgehört. Und ansonsten sollte die Nacht trocken sein, wir haben Hochwasser, das Wasser ist jetzt in etwa 1,50 Meter über Normalstand und von daher gucken wir mal, was heute passiert. Zwei Forellen haben wir heute draußen. Forellen sind wieder erlaubt. Und zwei Tauwurmbündel, zwei saftige. Also ich glaube, ich habe fertig aufgezogen. So schaut die Geschichte aus. Mal ganz kurz, Trio-Pose, 10 Gramm. Einzelhaken, ein paar schöne Tauwürmer, 3,5 Gramm Mikro-U-Pose. Und unten am Drilling nochmal ein paar. Müsste rocken. Also, das bedeutet, jetzt schnell raus aufs Boot, die Montagen auslegen, das Echolot anschließen und danach geht's los.
draußen auf dem Boot, habe hier mit der Strömung zu kämpfen, das Echolot ist jetzt an und ja, da schauen wir mal, dass wir hier einen geeigneten Spot finden, um die Routen abzulegen. Ich habe jetzt leider kein Stativ mit dabei, aber ja, es nutzt nichts. Also das mit dem Film ist nicht ganz so einfach, vor allem jetzt bei den Bedingungen habe ich gesagt, ich mache nicht viel, ich filme euch hier das Notwendigste, denn ich möchte nichts riskieren, ich habe nur ein 5 PS dabei und von daher, ja, schauen wir jetzt mal, ich zeige euch mal das, was ich auf dem Echolot sehe. Da unten schaut es aus, wie, als wenn wir hier alles volle Friedfisch hätten. Aber an diese Kante will ich hin. Da fahren wir jetzt hin und legen unseren Köder ab. Also Leute, die Route ist keine halbe Stunde drin. Wow, wow, wow. Vier Routen hatten wir gespannt. Und eine Route ist schon krumm. Und die macht... Boah. Alter, Andi, ich hol schnell meine Handschuhe, okay? Ja, Andi, du kannst auch noch gucken in meiner weißen Tasche, da habe ich auch noch welche. Okay, sofort. Hier, Handschuh, warte mal. Das ist der linke. Hier. Ja, der linke. Andi, eigentlich ist es deiner, gell? Das ist deiner. Nee, deiner. Hängt das aus? Soll ich rein? Ah, jetzt. Okay, Andi, du landest ihn. Halt die Route. Hast du den Hund? Es ist deiner. Ich hab einen Hund. Okay, Freunde, der erste Wels ist da. Der ging auf Forelle, der hat sich die Forelle schmackhaft gemacht. Oh shit, geile Sache. Richtig schöner Küchenwels, würde ich mal sagen, oder Freunde, was sagt ihr? Der hängt gut auf der Trio-Pose, Freunde. Mega. Das heißt, wir müssen gleich nochmal eine Montage auslegen. Im Dunkeln, aber egal, machen wir gerne. Oh. Andi, hältst du ihn? Ja. Weg vom Boot. Weg vom Boot, jawohl. Wow. Jawohl. Gelandet, Freunde. Ah, mega, Alter, übel. Andi, vorsichtig. Ja, hab alles. Oh. Ja, Freunde, was soll man sagen? Ey, Digga, was geht ab? Hochwasser, wir sind eben rausgefahren, ihr habt es gesehen, der erste Wels, der ging eben drauf. Mega, ich glaube, die Kamera, die verwackelt jetzt eben gerade massiv. Aber das ist mir sowas von egal, denn Hochwasser,
Wir haben Hochwasser, also wirklich Hochwasser, 1,50 Meter über Normalstand. Also ist noch nicht das krasseste Hochwasser überhaupt. Aber wir sind am Hochwasser draußen mit meinem Cousin Andy. Und die Montagen, die haben wir mit Hilfe vom Echolot eben ausgelegt. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Was soll ich sagen? Jetzt hoffen wir, dass wir eben gleich noch, oder dass wir heute Nacht noch den einen oder anderen fangen werden. Jedenfalls den ersten Wels hier am Hochwasser haben wir jetzt eben gefangen. Oh shit, das war nicht normal. Vor allem, ich habe die Rute echt nicht berührt. Und ihr habt es gehört, plötzlich hat es geklingelt. Boom, 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 boom. Action, Leute. Action, action, action. So, Freunde, jetzt haben wir uns endlich mal hingesetzt und wir sind hier im Zelt, wie ihr seht. Hier ist alles dicht. Der Regen kann uns echt nichts mehr anhaben. Und jetzt wird es endlich mal Zeit zu essen. Wir haben jetzt eben nochmal die Montage rausgefahren, mit der wir eben gefangen haben. Schönes Tauwurmbündel. Und jetzt geht es erstmal. Oje, da hinten klingelt schon. Aber erstmal essen wir. Was gibt es heute zu essen? Eine Fischkonserve, ein paar schöne Brote, ein Kartoffelsalat, ein paar Eier mit Salz und als Dessert gibt es einen Snickers-Riegel. Also, von daher, Cheers, Prost, Mahlzeit. Wir essen jetzt erstmal und gucken mal, was der Abend so bringt. Let's rock. So, guten Morgen, Freunde. Die Nacht ist vorüber. Wir hatten heute Nacht noch mal eine Aktion gehabt. Der Andi hat noch mal einen kleinen Wels gefangen, aber gerade so 80 cm. Und da sind wir guter Dinge. Zwei schöne Fische haben wir somit landen können. Ja, interessante Feierabendsession, ein bisschen actionreich, aber gehört dazu. Viel Regen mit 5 PS bei Hochwasser. Die Erfahrung haben wir jetzt auch noch gemacht. Bitte nicht nachmachen, ey. Ah, das ist echt. Ja, schon sehr, sehr gefährlich, muss man schon sagen, muss man schon aufpassen. Aber nur zum Ruten auslegen war das jetzt für mich okay, aber ja, lassen wir es einfach mal dabei stehen, würde ich mal sagen. Ihr wisst, was ich meine. Naja, gut, die Sachen da oben, die werden wir jetzt alle zusammenpacken und machen uns langsam auf den Nachhauseweg. Also von daher, wir hoffen, dass euch der Film gefallen hat. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke da unten, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und genau, bleibt gesund, bleibt munter, bleibt unanständig. Ich wünsche euch dickes Petri, stramme Leine. Bis dahin. Ciao, ciao.